ponieważ w trakcie webinarium będzie zadawała Państwu różne pytania i zagadki. Także, żeby nie widzieli Państwo nawzajem swoich odpowiedzi, dlatego ten czat jest moderowany. Teraz bardzo bym prosiła, żeby właśnie na tym czacie napisać mi, czy dobrze mnie słychać i przede wszystkim, czy mnie widać też. I wtedy będziemy mogli rozpocząć webinarium. Tak, drodzy Państwo, czy mnie widać, czy mnie widać? Tak, mam tutaj odpowiedź, że tak. Także już przekazuję głos Ani i życzę miłej godziny. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Februar. Mit unserem heutigen Thema ja, muss ich sagen, dass ich meine Komfortzone verlasse. Also drücken Sie für mich die Daumen, damit alles ganz gut läuft. Von Zeit zu Zeit müssen wir uns aber mit dem Kauf einer Wohnung zum Beispiel beschäftigen und dann auch mit der Raumgestaltung. Also deswegen habe ich mich dafür entschieden, dieses Thema für heute zu wählen. Vielleicht wird das etwas Neues für Sie sein. Hoffentlich machen Sie heute eine kleine Wiederholung und lernen Sie auch neuen Wortschatz auf Deutsch. Also herzlich willkommen noch einmal. Witam bardzo serdecznie na naszym spotkaniu w lutym. Dzisiaj muszę przyznać, że troszkę opuszczam moją strefę komfortu, bo jeżeli chodzi o wystroje wnętrz czy budownictwo, to tutaj nie najbardziej się na tym znam, natomiast mam nadzieję, że uda mi się Państwu przybliżyć po prostu przydatne słówka z tego zakresu, ponieważ no, pewnie większość z nas kiedyś staje przed koniecznością urządzenia mieszkania, kupienia mieszkania w domu. A więc warto być może się przyjrzeć temu, jakie słówka, jakie słownictwo możemy po niemiecku zastosować w tym temacie. A więc oby wszystko dobrze poszło. Machen Sie es sich bequem, das ist der Titel unseres heutigen Treffens. Wir werden also heute über die Raum sprechen und heute wandern wir zusammen durch die geheimnisvolle, für mich mindestens, Welt von Raumgestaltung und Innenausstattung. Ja, wir können Raumgestaltung oder Innenausstattung sagen. Ja, also ausstatten, das bedeutet wyposażyć, umeblować und Raumgestaltung, das ist so etwas wie projektowanie wnętrz, od przestrzeni oraz kształtowania czegoś. Ja? Also Raum und Gestaltung haben wir Raumgestaltung. Zuerst habe ich aber eine kleine Frage für Sie. Also wenn Sie können, wenn Sie möchten, können Sie Ihre Antworten in das Chatfenster eintragen. Also wo wohnen Sie? Natürlich geht es hier um Haustypen und keine konkreten Adressen. Wohnen Sie in einer Wohnung? Wohnen Sie vielleicht in einer Penthouse-Wohnung, in einem Einfamilienhaus, in einem Reihenhaus, in einem Doppelhaus vielleicht, in einem Loft, heutzutage ziemlich populär. Oder vielleicht lernen Sie noch und wohnen Sie in einem Studentenwohnheim. Also wenn Sie können, ich bitte jetzt auf diese Frage, zanim tak na dobre zacznie, mam do Państwa takie pytanie. W jakim typie domu czy też budynku Państwo mieszkają? Czy to będzie mieszkanie in einer Wohnung, czy też to będzie taki penthouse, also in einer Penthouse-Wohnung, czy domek wolnojednorodzinny, Einfamilienhaus, czy też szeregowiec, Reihenhaus, czy może taki dom bliźniak, czyli połówka bliźniaka, Doppelhaus, czy też może w loft, vielleicht in einem Loft wohnen Sie. Czy też być może z nas jeszcze osoby studiujące, może w akademiku, also in einem Studentenwohnheim. Also wo wohnen Sie? Ich habe schon die ersten Antworten bekommen. Also vielen Dank, Frau Sabina und vielen Dank, Frau Maria. Mhm. Also in einer Wohnung und in einer Wohnung vielleicht noch jemand etwas, möchte etwas schreiben, etwas sagen. Może jeszcze ktoś by chciał coś napisać? Ja, ich sehe hier auch die Antwort, okay, in einem Einfamilienhaus und Häusern. Also hoffentlich ist das eine kleine Wiederholung für Sie. Vielen Dank für alle Antworten.
Und wir setzen fort. Also wie bekommt man eine sogenannte Bleibe? Also eine Wohnung oder ein Haus? Man kann natürlich eine Wohnung oder ein Haus kaufen, mieten oder erben. Ja, auch. Also diese Wohnung in der Familie. Wenn wir eine Wohnung kaufen, können wir dann über die Eigentumswohnung sprechen. Ja, also das ist Mieszkanie na własność. Własnościowe. Czyli mieszkanie możemy lub dom możemy kupić, wynająć, mieten albo odziedziczyć, ja? Also erben. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und dann können wir zum Beispiel dieses Haus im Rohzustand kaufen, ja? Oder können wir ein Haus, eine Wohnung ausgestattet oder voll möbliert kaufen. Oder manchmal sind die Wohnungen, und das ist die Mietwohnungen, ja, in Deutschland, so wie ich weiß, sind ziemlich oft nicht ausgestattet. Ja, dann müssen wir alle Möbelstücke und andere Sachen ja kaufen. Czyli też w jakim stanie, jakie wyposażenie jest w tym mieszkaniu? Tutaj pod spodem mamy w stanie surowym, im Ruhr, schmackvoll ausgestattet. Może mieszkanie być w pełni umeblowane und dann haben wir das Wort möbliert albo niewyposażone, czyli musimy sami zakupić wszystkie meble, no i większość sprzętów. Also jetzt sehen Sie, nach dieser Einleitung wir das Ziel unseres heutigen Treffens. Wir werden verschiedene Haus- und Heizungstypen auch zusammen analysieren. Also Häuser, Haustypen, Heizungstypen. Es gibt ein paar moderne Heizungstypen. Vielleicht können Sie dann etwas benutzen, wenn Sie, ja, ich weiß nicht, aber vielleicht ist es möglich, dass Sie in der Zukunft in einem deutschsprachigen Land ein Haus kaufen werden. Dann können Sie das alles auf Deutsch besprechen über diese Raumgestaltung, also Innenausstattung. Wir brauchen natürlich eine kleine Agenda. Den ersten Punkt sehen Sie jetzt auf dem Schirm. Also Haus- und Heizungstypen. Neue Trends, wenn es um Heizungstypen, auch wenn es um Häuser geht. Vor- und Nachteile verschiedener Heizungstypen. Werden wir sehr kurz besprechen. Wie ich schon gesagt habe, bin ich hier keine Expertin. Ich habe ein paar aber Eigenschaften und interessante Wörter hier aufgelistet. Vielleicht können wir dann zusammen etwas lernen. Und dann die Innenarchitektur, also der zweite Punkt unseres heutigen Treffens. Wir werden ein bisschen über die verschiedenen Materialien sprechen, ja, also Holz, Glas und so weiter. Werden wir auch über diese schwierigen Entscheidungen besprechen, ja, also was am schwierigsten ist, wenn man zum Beispiel eine Wohnung ausstattet, und dann besprechen wir auch ein paar neue Trends, die wir in diesem Bereich beobachten können. Okay, also das ist unsere Agenda. Entschuldigung, ich bin ja zu weit gegangen. Wenn es Fragen und Übungen gibt, wenn ich eine kleine Übung für Sie habe oder wenn ich eine Diskussionsfrage für Sie habe, bitte tragen Sie Ihre Antworten, wenn Sie natürlich können, in das Chatfenster ein, können wir eine kleine Diskussion haben. Ja, das ist immer eine gute Übung. Gdy pojawią się pytania czy ćwiczenia z mojej strony, to zobaczą Państwo na ekranie ten znany już pewnie większości z Państwa znak. Okay, also beginnen wir mit ein paar Assoziationen. Also welche Assoziationen haben wir mit dem Wort Raumgestaltung? Sie können auch Ihre eigenen Assoziationen ins Chatfenster eintragen. Also in der Mitte haben wir die Raumgestaltung, also das ist Dekorowanie wnętrz. Und dann haben wir ein paar Wörter, die damit verbunden sind. Also zuerst haben wir den Innenarchitekten, also Innenarchitekt, das ist Projektant wnętrz. Architekt wnętrz. Da haben wir Geräte, to będą różnego rodzaju sprzęty, na przykład gospodarstwa domowego, Haushaltsgeräte. Da haben wir Renovierung. Ja, manchmal, wenn wir eine Wohnung oder ein Haus kaufen, müssen wir zuerst eine Sanierung oder eine Renovierung durchführen. Ja, also das ist Remont. Da haben wir den Fußboden. Ja, Fußboden wählen, das ist wahrscheinlich immer ein schwieriges Thema. Also das ist Podłoga, Posadzka. To też jest zazwyczaj taki trudny i skomplikowany temat, jak wyposażamy dom czy mieszkanie. Dlatego też tą podłogę czy posadzkę tutaj umieściłam.
Ich denke, ein großes Thema ist auch normalerweise die Einbauküche. Ja? Die Einbauküche, to jest projektowana na wymiar kuchni, kuchnia do zabudowy, prawda? Einbauküche. Da haben wir die Beleuchtung jako oświetlenie. Die Einbauten, to są te wszystkie zabudowane, wmontowane, zamontowane na stałe elementy wyposażenia, die Einbauten. Oraz die Baumeister, das sind fachowcy, budcy, którzy robią u nas na przykład remont albo wyposażają nam mieszkanie, czy też budują dom. Und dann haben wir den Entwurf. Der Entwurf, das ist Projekt. Ja? Also wie das Design, Entwurf. Das ist ja gut zu auch gut. Ja? Also Innenarchitekt, Geräte, Renovierung, Fußboden, Einbauküche, Beleuchtung, Einbauten, Baumeister und Entwurf. So, das sind meine Assoziationen mit dem Wort Raumgestaltung und auch Bauwesen. Aber wenn Sie andere haben, können Sie natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Antworten in das Chatfenster eintragen. Beginnen wir, wie ich schon gesagt habe, mit verschiedenen Typen von Häusern. Und wenn es um diese Typen geht, gibt es ja neue Trends. Natürlich gibt es diese oder die Mehrheit von diesen Trends schon von oder seit ein paar Jahren. Aber, zuerst habe ich ja das Blockhaus oder Blockhausbau aufgelistet oder manchmal sagen wir auch die Blockhütte. Das ist, was wir auf Polnisch Dom z Bali nennen. Ja? Also das ist ein Holzhaus. Die Wände werden aus Baumstämmen gebaut, aus Nadelholz. Ja, ich habe gelesen, dass zum Beispiel Polarkieferholz dafür geeignet ist, aber natürlich ja, bin ich keine Expertin. Da haben wir dieses Passivhaus, wahrscheinlich haben Sie darüber schon gehört. Es gibt viele positive Eigenschaften von solchen Passivhäusern, also zum Beispiel gute Wärmedämmung und konstante Innentemperatur, die wir in einem solchen Haus halten können. Also das ist auch diese positive Eigenschaft. Więc jeżeli chodzi o nowe trendy w budowaniu domów, to dom z Bali mamy pierwszy, czyli das Blockhaus albo die Blockhütte, ewentualnie można powiedzieć. Szczególnie buduje się te domy, przeczytałam, z drewna, z drzew iglastych, czyli Nadelholz. Ja, das Nadelholz. Das Holz, das ist drewno und Nadelbaum to jest właśnie drzewo iglaste, ale to deswegen Nadelholz. Na przykład sosna polarna, prawda? Die Kiefer, das ist sosna. Następnie mamy dom pasywny, który przede wszystkim charakteryzuje się dobrą izolacją cieplną, gdzie właśnie to Wärmedämmung. Also das ist sehr wichtig i dzięki temu można uzyskać w tym domu stałą temperaturę, also konstante Innentemperatur. Aber natürlich, wenn Sie über das lesen möchten, können Sie viele Informationen im Internet finden und auch viele Beispiele von diesen Häusern. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, also zum Beispiel das Lehmhaus, also ein Haus aus Lehm. Was ist eigentlich dieser Lehm? Das ist eine Mischung aus Ton, Schluff und Sand, ja? Und es gibt ja auch ein paar positive Eigenschaften von diesem Haus. Also ist recycelbar, speichert und ist schadstofffrei. Ja, das ist auch ziemlich wichtig. Also das ist das Lehmhaus und schließlich haben wir das Stroh. Das ist ja auch jetzt auch ein Trend, jetzt auch sehr. Also das Strohballenhaus und ja, im Allgemeinen können wir hier über Strohballenbau sprechen und ist kostensparend, ökologisch und man kann auch sagen, dass Stroh gute Wärmeleitfähigkeit hat. Czyli słoma ma dobre przewodnictwo cieplne, to będą takie bloki ze słomy. A więc od początku mamy dom z gliny, das Lehmhaus, czyli tutaj mamy taką mieszankę gliny, mieszankę mułu i mieszankę piasku. Taki materiał poddaje się recyklingowi, zachowuje ciepło i no nie jest szkodliwy, tak? Czyli schadstofffrei. Natomiast jeżeli chodzi o te domy z takich bloków ze słomy, to też taki nowy trend. To tutaj oczywiście można oszczędzić koszty, also kostensparend. Arbeitsintensiv, aber kostensparend, habe ich gelesen.
ekologiczny materiał i, no i tak jak powiedziałam, tutaj właśnie słoma ma dobre te właściwości przewodzenia ciepła. Ich habe hier zwei Filme vorbereitet eigentlich, damit Sie sehen vielleicht, wie das aussieht. Werden wir zusammen nicht alle Videos sehen, aber wenn Sie ja, können Sie natürlich ja diese Filme im Internet finden. Also vielleicht sehen wir zuerst diesen. Hoffentlich werden Sie das sehen. Nur eine Minute. I want you to get together. I want you to get together. Also das war das Strohhaus. Okay, wir schalten das vielleicht aus. Entschuldigung. Und jetzt der zweite Film. Nur ein Fragment. Und Treffer! Ein Fragmentchen. Obwohl alles danach aussieht, befinden wir uns nicht mitten in einer Schlammschlacht. So, jetzt kann man erkennen, was Dirk hier wirklich tut. Er greift eine Handvoll Matsch und drückt sie in eine aus Ästen geflochtene Wand. Und das macht er sogar als Beruf. Dirk ist aber nicht Matschmeister, sondern Lehmbauer. Das bedeutet, er baut Häuser und vieles mehr aus Lehm. Lehm, das ist die Masse hier in der großen Wanne. Sie besteht aus Kies, Sand, Schluff, das ist Feinsand, und Ton. Der Ton ist dabei der Kleber, der alle anderen Materialien zusammenhält. Mit Lehm wurde schon vor 10.000 Jahren gebaut. Das liegt daran, dass es ihn in der Natur sozusagen fertig zum Bauen gibt. Man findet ihn zum Beispiel dort, wo nach einem kräftigen Regen große Pfützen stehen bleiben. Der wasserundurchlässige Lehm liegt hier direkt an der Oberfläche. Je nachdem, wie viel Ton der Lehm in seiner Mischung enthält, wird er als Fett. Okay, also das war das Lehmhaus. Ja, sieht so aus. Wenn Sie, wie schon gesagt habe, mehr sehen möchten, können Sie das natürlich ja zu Hause machen. Wir können ja die Links schicken, ja, und dann werden Sie diese Links in Materialien finden. Also das war das Lehmhaus und das Strohballenhaus, also der neue Trend im Bauwesen. Vielleicht können Sie diese Trends auch ja manchmal benutzen. Und es gibt noch Häuser, die heutzutage private Kläranlagen haben. Also das ist natürlich ja Abwassertechnik für häusliches Abwasser. Und die das bedeutet, dass die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Untergrund auf dem Grund. Also das ist eine Kläranlage für ein Haus, für zum Beispiel ein Einfamilienhaus. Es gibt auch diesen Trend, barrierefreies Haus oder Nullbarrierehaus zu bauen. Also das ist ja natürlich ein Haus, in dem auch ältere Personen ohne Hemmungen ja sozusagen leben können. Ja, es gibt zum Beispiel keine Treppen und ja keine Barrieren eigentlich. Ja, das ist ja auch ein neuer Trend, aber meiner Meinung nach super wichtig. Ja, leider wegen der Älterung unserer Gesellschaft. Unserer Bevölkerung auch, ja. A więc tutaj mamy jeszcze dwie rzeczy. Mamy prywatne oczyszczalnie ścieków, które teraz też robią się coraz bardziej popularne, jak przeczytałam, czyli można po prostu taką zamontować na działce i wtedy oczyszczane są ścieki z gospodarstwa domowego. Czyli das Abwasser, das ist Ścieki, ja, auf Deutsch.
Und ten dom bez barier, prawda? Czy dom z zerowymi barierami, właśnie przeznaczony również dla osób z różnych pokoleń. Oczywiście, jeżeli ktoś jest starszy, to czasami ma problemy na przykład z poruszaniem się. Dlatego też zaczyna się myśleć właśnie w ten sposób o starzeniu się społeczeństwa i właśnie budowane są domy tak zwane bez barier. Ja, also barrierfreies Haus oder null barrier Haus. Das ist ja auch ziemlich interessant, ein neuer Trend. Und jetzt kommen wir zu Heizungstypen. Natürlich haben wir ein bisschen über diese ökologischen Häuser gesprochen. Also vielleicht können Sie jetzt diese kleine Übung machen und diese Heizungstypen mit den polnischen Definitionen, Erklärungen, Übersetzungen verbinden. Ja? Also versuchen Sie diese zwei Spalten zu verbinden. Tutaj takie małe ćwiczenie do Państwa. Po lewej stronie mamy różnego rodzaju typy ogrzewania, a po prawej stronie mamy ich polskie odpowiedniki i prosiłabym, żeby Państwo połączyli po prostu kolumnę lewą z prawą. Można wpisywać odpowiedzi w okienko czatu. Natürlich ist das keine schwierige Übung, denke ich. Also wir können ja wahrscheinlich raten, was für Heizungstypen wir hier haben. Aber ja, natürlich auch eine gute Lösung und eine gute Übung für Sie. Ja, diese Heizungstypen wahrscheinlich kennen wir passiv, aber das ist ja manchmal kein aktives Wissen. Deswegen ist das gut, das zu üben. Okay, Frau Sonja, vielen Dank für Ihre Antwort. Zwei andere habe ich bekommen. Herr Janek, vielen Dank für Ihre Antworten. Vielleicht noch jemand möchte etwas schreiben. Auch Herr Stefan, Dank. Ja, Sie haben richtig geantwortet. Ja, vielleicht noch jemand möchte darüber ein bisschen nachdenken. Ja, ich denke, das soll nicht super schwierig sein. Ja, und Frau Maria, vielen Dank für Ihre Antworten. Ja, ich denke, dass alle Antworten, die ich bekommen habe, korrekt sind. Okay. Also jetzt machen wir das zusammen. Zuerst haben wir Fernwärme. Ja, und Fernwärme, das ist Ogrzewanie zentralne, also ein C. Da haben wir Pumpe. Wärmepumpe, das ist Pompa Ciepła, also das ist 2D. 2D. Gasheizung, natürlich, das ist Ogrzewanie gazowe, also 3B. Und Elektroheizung, das ist Ogrzewanie elektryczne, 4A. Naja, also vielen Dank für alle Antworten und hoffentlich werden Sie jetzt diese Heizungstypen aktiv kennen. Es gibt auch andere, zum Beispiel Thermosolaranlagen, die natürlich ja umweltfreundlich sind, aber die auch ein bisschen wetterabhängig sind. Ja, und in unserem Klima ist es nicht immer so einfach. Da haben wir Pelletheizung. Ich weiß nicht, ob Sie darüber gehört haben, aber das ist so etwas wie Granulat, Ogrzewanie granulatowe albo z pelletu. Ich denke, das kann man auf Polnisch auch so sagen. Das ist ein erneuerbarer Brennstoff, also sehr wichtig hier. Es gibt niedrige Emissionen, also ist ziemlich umweltfreundlich, aber benötigt ziemlich viel Land. Lagerraum, das ist vielleicht ein Nachteil. Da haben wir die Ölheizung. Das ist ja natürlich eine bequeme Heizalternative, aber gibt es leider hohe Brennstoffkosten und gibt es ja auch schädliche Emissionen. Und zum Schluss haben wir Holz. Hier haben wir niedrige Brennstoffkosten. Aber falsche Verbrennung und feuchtes Holz könnte zu hohen Emissionen führen. Also das soll man nicht vergessen. Tutaj mamy jeszcze inne typy ogrzewania, czyli mamy instalacje paneli słonecznych, czyli mamy oczywiście tutaj odnawialną energię, ale niestety jest to zależne od pogody, czyli mamy wetterabhängig, ale z kolei przyjazne dla środowiska, czyli umweltfreundlich. Później mamy ten granulat, tak? Czyli jest to paliwo odnawialne, ma niskie emisje tej szkodliwych substancji, natomiast wymaga pewnej przestrzeni składowania, so Lagerraum, leider. Also muss man darüber nachdenken, bevor man sich für diesen Typ entscheidet. Und dann haben wir Ölheizung. Tutaj mamy, że jest to wygodna alternatywa grzewcza.
Natomiast niestety to wysokie koszty paliwa, no i też emisje, które nie są przyjazne dla środowiska. No i w końcu mamy drewno, czyli tutaj niskie koszty opałowe, natomiast nieodpowiednie spalanie czy też wilgotne drewno może prowadzić do szkodliwych emisji. Also das war die Häuser und Typen von verschiedenen Häusern und Materialien und auch ja neue Trends, wenn es um Bauwesen geht. Aber jetzt sprechen wir ein bisschen über die Innenarchitektur. Also eine kleine Frage für Sie. Interessieren Sie sich eigentlich für Raumgestalt, Innenarchitektur? Ich kenne ziemlich viele Personen, die dafür interessieren. Ich muss sagen, ich interessiere mich nicht so sehr dafür, aber naja, man kann immer etwas Neues lernen. Also, wie sieht es aus bei Ihnen? Interessieren Sie sich dafür ein bisschen oder nicht so besonders? Tutaj takie małe pytanie do Państwa. Czy Państwo się troszkę interesujecie właśnie wystrojem czy dekorowaniem wnętrz? Nie za bardzo. Tutaj pewnie jest sporo osób, które się interesują, sporo osób, które nie za bardzo. Ja, das ist immer unterschiedlich. Ah, ich habe schon die ersten Antworten bekommen. Also vielen Dank, Frau Maria, und vielen Dank, Herr Stefan, und vielen Dank, Frau Dominika, haben Sie. Also ich habe zwei Antworten ja und eine Antwort nein. Okay. Ja, so ist es immer unterschiedlich. Tak to zawsze troszkę różnie wygląda, prawda? Nie można się tym samym. Nie mogą się wszyscy tym samym oczywiście interesować. Also eine kleine Übung für Sie. Die zweite. Oh, ich habe noch etwas bekommen. Entschuldigung. Ja, oh, Frau Sonja interessiert sich auch, ja, für Innengestaltung. Na super. Super, sehr schön. Vielen Dank Ihrer Antwort. Okay, also eine kleine Übung. Nächste Übung. Diesmal haben wir Fußbodenarten. Ich habe hier Fußboden gewählt, denn ich denke, dass es ziemlich schwer ist manchmal, diesen richtigen Fußboden oder richtige Böden ja wählen. Und ist das ja auch Entscheidung, wenn man ein Haus baut, kauft, ja renoviert oder eine Wohnung renoviert, ja. Also deswegen habe ich Typen hier aufgelistet. Wir haben hier auf der linken Seite Korkboden. Ein vielleicht neuer Trend, Parkettbodenbelag, Laminatböden und Fliesen. Und auf der rechten Seite sehen Sie die polnischen Übersetzungen. Oczywiście podobne pytanie do Państwa, tym razem chodzi o typy posadzek, kładzin podłogowych czy podłóg, nawet bardziej podłóg. Ja, also vielen Dank, Frau Sonja, vielen Dank, Herr Janek, vielen Dank, Frau Maria. Ja, die allen, so wie ich sehe, sind die Antworten natürlich ja korrekt. Aber es geht hier um das aktive Wissen ja auch, damit Sie wissen, was eigentlich diese Wörter bedeuten. Also okay, machen wir das zusammen. Also zuerst haben wir den Korkboden. Also Korkboden, das ist natürlich C, Posadzka korkowa. Parkettbodenbelag, also der Bodenbelag, das ist Wykładzina podłogowa, vielleicht gut zu wissen, wenn man etwas in Deutschland oder in Österreich zum Beispiel kauft. Also das ist natürlich Parkett, also D, 2D. Da haben wir Lamatböden und das sind Paneele, also A, 3A, die sind Paneele podłogowe. Und dann haben wir Fliesen, Nummer 4, und das sind Kafelki. Ich denke, in verschiedenen Regionen Polens sagt man auch manchmal Fliese, ja, wenn man Kafel meint. Also das ist ja auch so. Okay, es gibt auch andere Möglichkeiten natürlich, also andere Bodenbeläge, also zum Beispiel PVC-Boden, Linoleum-Fußboden, Teppichboden. Sehr populär, denke ich, in Großbritannien, ja. Und Beton gewinnt heutzutage an Popularität in diesem Industrieeinrichtungsstil, ja. Ziemlich zum Beispiel in einem Loft, ja, kann man so etwas finden. Und dann haben wir auch exotische Holzböden, Marmor, Granitboden und solche Materialien, die, muss ich sagen, sehr oft sehr, sehr gut aussehen, ja, aber auch sehr teuer. A więc mamy tutaj podłogę z PCV, czyli higieniczna, hygienisch, pflegeleicht, łatwa w
Nazi, aber schlechte Umweltbilanz, also nicht so umweltfreundlich. Und es gibt ja auch Abdrücke von Möbeln. Abdrücke von Möbeln, to są odciski od mebli, prawda, na tej podłodze. Da haben wir Linoleum, Fußboden. Gewinnt auch an Popularität heutzutage. Es gibt neue Trends sozusagen. Es gibt diese modernen Böden, die vielleicht nicht so ja, schlecht aussehen, die diese alten Typen. Also eigentlich umweltfreundlich und pflegeleicht. Und auch langlebig, ja? Langlebig bedeutet długotrwały, tak? Taki trwały. Czyli jest to podłoga trwała, dość przyjazna środowisku i łatwa w pielęgnacji, w czyszczeniu. Da haben wir Teppichboden i różnego rodzaju wykładziny, popularne na przykład w Wielkiej Brytanii. Warm und gemütlich, czyli takie przytulne, ciepłe, aber empfindlich gegenüber Flecken, czyli niestety podatne na plamy, co oczywiście jest dość oczywiste. Da haben wir Beton. Czyli posadzki betonowe, cementowe. Heutzutage gibt es auch Zementfliesen zum Beispiel, ziemlich populär, so wie ich weiß. Also zunehmende Popularität haben wir hier, wie ich schon gesagt habe, in diesem Industrieeinrichtungsstil. Ich weiß nicht, ob Sie eigentlich diesen Stil mögen, ob Ihnen dieser Stil gefällt oder nicht. Der Vorteil ist, dass man hier keine Fugen braucht. Und ist dieser Boden ja auch pflegeleicht, ja? Tutaj, jeżeli chodzi o ten beton czy cement, to też jest tutaj rosnąca popularność, szczególnie w takich aranżacjach industrialnych. Nie potrzeba fug, czyli fugenlos, auch heutzutage ist das ein Trend, keine Fugen zu haben, ja? I oczywiście łatwa w czyszczeniu. No i oczywiście mamy jeszcze różnego rodzaju drewno egzotyczne, marmur, podłogi marmurowe czy granitowe, które też mogą bardzo dobrze wyglądać, no ale są oczywiście drogie, ja die sind teuer, normalerweise. Und dann haben wir diese schwierigen Entscheidungen, ja, die wir ziemlich oft treffen müssen, wenn wir unsere Wohnung oder unser Haus einrichten, ausstatten, ja. Also zuerst haben wir diese Einbauküchen und Badmöbel, ja, die sind sehr teuer und man muss normalerweise einen Entwurf haben, damit alles zum Beispiel gut gemessen wird. Da haben wir Haushaltsgeräte, ja, wie zum Beispiel Side-by-Side-Kühlschrank. Also das ist dieser Kühlschrank, Entschuldigung, mit zwei Türen, Spülmaschinen, Ofen und Induktionskochplatte, ja, also płyta indukcyjna to będzie Induktionskochplatte, Spülmaschine to będzie zmywarka, Ofen, piekarnik, a Side-by-Side-Kühlschrank to jest lodówka z dwojgiem drzwi. Ostatnio chyba dość popularne rozwiązanie. Auch wenn man zum Beispiel sogar, wenn man, auch wenn man eine große Familie oder besonders wenn man eine große Familie hat mit Kindern und so weiter, da braucht man einen großen Kühlschrank, ja, mit zwei Türen. Waschbecken, das ist ja natürlich Umywalka. Und dann haben wir Badarmaturen, czyli armatura wykorzystywana w łazienkach. Wasserhahn, czyli kran. Duschkopf, słuchawka od prysznica und Duschpanel, czyli cały ten panel prysznicowy. Einbauschränke nach Maß, to będą projektowane na miarę, wbudowywane szafy do zabudowy, no, może w ten sposób. Und dann Bodenbelege. No i oczywiście te posadzki też stanowią taką dużą decyzję, jeżeli chodzi o wyposażanie wnętrza. Was für Materialien haben wir, wenn wir über Raumgestaltung oder Innenausstattung sprechen. Da haben wir natürlich Gipskartonplatte, das ist płyta gipskartonowa, Zement, der Zement, das ist natürlich Zement, der Kunststoff, to jest oczywiście materiał taki sztuczny, Sperrholz, das ist Sklejka, das Sperrholz, der Kork, das ist Korek, Aluminium, das ist ja natürlich Aluminium, Kunst też jako tworzywo sztuczne, może w ten sposób lepiej. Marmor und Granit, das sind marmury i granity. Das Holz, drewno, Holz hatten wir, das war drewno z drzew iglastych und Glas natürlich, ja, das ist szkło. Also solche Materialien können wir nutzen, natürlich gibt es auch mehr, aber vielleicht reicht es für heute, wenn wir über diese, ja, sprechen.
Und wenn es um die neuen, Entschuldigung, Trends der Raumgestaltung geht, haben wir zuerst glatte Wände und Decken, ja, also gespachelte Wände. Das ist jetzt ein Trend, habe ich gelesen, also diese glatten Oberflächen, ja, die sind ziemlich populär. Also fugenlose Oberflächen, Bodenwände ohne Fugen, fugenlos kann man auch sagen. Da haben wir diesen Barockstil. Muss ich sagen, dass ich mich für diesen Stil so sehr, also mir gefällt dieser Stil nicht so sehr, aber vielleicht Ihnen gefällt diesen Barockstil. Also Stuckdesign, extravagante Möbelstücke, reichlicher Dekor, Kronleuchter, naja, solche Sachen. Da haben wir Vinyl-Designboden. Und ein Stil wie, wo man zum Beispiel die Wohnung oder ein Haus wie ein märchenhaft Puppenhaus ausstattet. Ja, das ist auch ziemlich interessant. Und Sie sehen ein Beispiel davon. Ja, unten gibt es eine Wohnung in diesem Stil. Jeżeli chodzi o takie nowe trendy o wyposażeniu wnętrz, no to przede wszystkim mamy gładkie ściany, gładkie sufity, czyli wyszpachlowane na gładko ściany, gespachelte Wände. Mamy również powierzchnie bezfugowe, czyli tu już mówiliśmy o tym fugenlose Oberflächen, also Böden und Wände. Styl barokowy jest dość popularny, tak trochę wraca do łask, czyli jakieś tam fiókowe ściany, prawda? Takie trochę bardziej ekstrawaganckie, dekoracyjne meble, w ogóle bogate zdobienia. Żyrandole, na przykład Kronleuchter, takie duże żyrandole, sind auch ziemlich populär. Później mamy designerskie podłogi, tutaj mamy vinyl design. No i styl, który przypomina jakby taki trochę dom dla lalek w tym sensie, prawda? Mamy Puppenhaus, märchenhaftes Puppenhaus. Okazuje się, że teraz takie bajkowe wnętrza, troszeczkę przypominające właśnie domy dla lalek czy bajki, są dość popularne. Und unten auf dem Foto sehen Sie ein Beispiel. Also eine kleine Frage für Sie, ja? Manche von Ihnen interessieren sich für Innenausstattung oder Raumgestaltung. Also gibt es einen modernen Trend der Innenausstattung, der Ihnen gefällt? Oder vielleicht haben Sie letztens Ihre Wohnung oder Ihr Haus eingerichtet und haben Sie über solche Anwendungen, über solche Stils zum Beispiel gelesen? Also wenn ja, können Sie natürlich ja Ihre Meinung oder Ihre Beobachtungen in das Chatfenster eintragen. Ja, ich bin immer sehr gespannt und freue ich mich immer sehr, wenn ich diese Antworten bekomme. To jeżeli Państwo czytali coś, być może ostatnio wyposażali Państwo dom czy mieszkanie, to może jest jakiś trend, może jest jakieś nowe rozwiązanie dekoratorskie, które Państwu się spodobało i chcieliby na przykład się Państwo nim podzielić, to oczywiście zapraszam. Ich bin ja ganz ohr, vielleicht nicht, aber sehe ich diese Antworten und freue ich mich immer sehr, wenn ich diese Antworten ja bekomme. Also wenn etwas Ihnen etwas einfällt, können Sie natürlich ja die Antwort eintragen. Und ein paar Monate her haben wir ein bisschen über neue Technologien ja gesprochen. Also wenn es um diese Raumgestaltung geht, gibt es auch diesen Trend, der mit Internet der Dinge ja verbunden ist. Also dass alle Geräte zum Beispiel zu Hause in einer Wohnung ja verbunden und auch diesen Internetzugang haben, ja, zum Beispiel ein intelligenter Kühlschrank oder eine intelligente Waschmaschine oder Spülmaschine, ja. Also das sind alle diese Technologien, die es ermöglichen, verschiedene Dinge, zum Beispiel Waschmaschinen, wie ich schon gesagt habe, Kühlschränke und auch virtuelle Gegenstände miteinander zu verbinden, damit sie zusammenarbeiten, ja, und das ist ja Smart House oder intelligentes Haus, das Internet der Dinge benutzt. Ja, es gibt viele Gadgets aus diesem Bereich, die auch mit dem Thema Smart Home verbunden sind. Ja, also man kann ja alles programmieren und alles per App auch steuern, ja, also auf seinem Handy. Das ist ja auch
ziemlich interessant. Vielleicht werden Sie in der Zukunft solch ein Smart House, Smart Home haben. Vielleicht haben Sie schon irgendwelche Lösungen. Es gibt zum Beispiel smarte Beleuchtungssysteme, wie zum Beispiel Glühlampen. Dann braucht man ein passendes Gewinde und dann kann man diese Beleuchtung, diese Lampen zum Beispiel per App steuern. Es gibt natürlich ja, wir haben heute ein bisschen die Heizungssysteme gesprochen. Also das smarte Heizen und die smarte Klimaanlage. Also man kann die Temperatur zu Hause steuern. Wenn das kein passives Haus zum Beispiel ist, ja, ist das vielleicht eine gute Lösung. Und manchmal kann man auch diese Geräte oder diese Dinge, diese Systeme per Sprache steuern. Das ist ja auch eine interessante, intelligente Lösung. Ja, vielleicht Lösungen, das sind Lösungen der Zukunft. Schon beobachten wir, können wir ja beobachten, dass diese Trends eingesetzt werden, ja. Więc czego dotyczy ten Internet rzeczy? Jeżeli chodzi o taki inteligentny dom, to oczywiście inteligentne systemy oświetlenia, inteligentne żarówki, które na przykład mogą być, to oświetlenie, w ogóle lampy mogą być sterowane przez aplikację, w ogóle praktycznie wszystkie sprzęty w takim inteligentnym domu, rozumiem, będą właśnie w ten sposób sterowane. Również jest oczywiście możliwe sterowanie głosem, als Steuerung per Sprache. No i mamy też inteligentne ogrzewanie oraz inteligentną klimatyzację, also das smarte Heizen und die smarte Klimaanlage. Es gibt verschiedene Dinge, verschiedene Möglichkeiten und Lösungen, zum Beispiel ein digitaler Bilderrahmen. Ja? Lässt sich auch per App bespielen oder steuern. Und zum Beispiel können Kunstwerke direkt aus dem Internet herunterladen werden und ist dieser Rahmen auch für zum Beispiel Meetings geeignet, wenn man zum Beispiel von zu Hause arbeitet oder auch in einem Büro, ist das eine gute Lösung. Es gibt auch dieses intelligente Vorhängeschloss und das ist Kutka auf Finnisch, Samek. Und per App können wir dieses auch ja öffnen, das ist auch möglich heutzutage. Und können wir sogar einen smarten Garten haben, ja? Also dann werden die Pflanzen im Garten überwacht und vielleicht kann man eigentlich das vergessen, diese Pflanzen zu gießen. Alles wird programmiert und dann weiß das System, wann diese Pflanzen gegossen werden sollen. Also das ist ja auch ziemlich bequem und man muss nicht so auf alles achten, ja? Tutaj mamy różnego rodzaju rozwiązania, nawet inteligentny ogród, można nazwać ogród również za pomocą aplikacji, czy też podlewanie roślin, na przykład w ogrodzie może być w ten sposób zaprogramowane. Można otwierać aplikacjami oczywiście zamki, to jest też, nie wiem czy dobre rozwiązanie, no ale jakieś tam nowe rozwiązanie. Oraz inteligentne na przykład ramy dla obrazy, można ściągać różnego rodzaju dzieła sztuki, można oczywiście zdjęcia, można też wykorzystywać to na przykład na spotkaniach, w pracy, czy gdy się pracuje w domu. Całkiem fajne rozwiązanie, taka inteligentna rama. Es gibt natürlich Probleme, ja. Es gibt ja Probleme und Fragen, ja. Wenn es um Sicherheit geht, also sind diese Systeme vom Smart Home eigentlich sicher? Soll man wirklich keine Angst haben, dass es zum Beispiel Hackerangriffe gibt? Also naja, das vielleicht, diese Frage kann man heutzutage nicht so gut beantworten. Also viele Systeme sind noch in dieser Entwicklungsphase. Man kann sagen, und das ist ja bestimmt wahr, dass diese smarten Geräte im Visier der Hacker stehen. Ja, leider. Also es gibt Sicherheitslücken. Und es ist ja auch manchmal sehr zeitaufwendig, ja, alle diesen Geräte zu verwalten. Ja, also man vielleicht kann manche Sachen vergessen, aber manche muss man sich merken, ja, und dann gibt es auch ja zusätzliche Pflichten, ja, die mit diesem Management von diesen Systemen verbunden sind. Więc jeżeli chodzi o Probleme, no to oczywiście bezpieczeństwo, czy takie na przykład inteligentne domy będą podatne na takich hakerów.
No to jest jeszcze troszeczkę pewnie za wcześnie, żeby mówić tutaj o jakimś dużym trendzie. I oczywiście no też pewien nakład czasu, którego potrzeba do tego, żeby po prostu takim domem zarządzać, żeby to wszystko sobie ogarnąć, prawda? I odpowiednio ustawić, zaprogramować, no i później to konsumatycznie. Naja, also zum Schluss machen wir eine kleine Wiederholung. Also wenn Sie diese Möglichkeit haben, können Sie natürlich ja den Wortschatz laut aussprechen. Das ist ja auch immer eine gute Lösung und eine gute Übung für Sie. Also die Raumgestaltung und das Reihenhaus im Rohstand ausgestattet, Erden, die Einbauten, das Holz, ja, das Nadelholz zum Beispiel. Was haben wir noch? Entschuldigung, okay. Das Nadelholz haben wir hier. Die Wärmedämmung, der Lehm, das Stroh, das Abwasser, die Kläranlage, der Brennstoff, also etwas brennen, Brennstoff mit der Heizung verbunden. Erneuerbar, sehr wichtig heutzutage, wenn wir über die Umwelt sprechen, umweltfreundlich. Umweltschädlich, das Sperrholz, die Wärmeleitfähigkeit, Kronleuchter und fugenlos. Also was haben wir heute zusammen? Oh, Entschuldigung. Aha, okay, Entschuldigung, ich habe eine Nachricht bekommen hier von einem Teilnehmer und deswegen wollte ich das lesen. Ja, aber das war keine Frage. Vielen Dank. Also wir haben hier heute über Folgendes gesprochen, ja? Über verschiedene Haustypen, verschiedene Heizungstypen, das war ja auch am Anfang, haben wir auch über verschiedene unterschiedliche Materialien der Raumgestaltung gesprochen und neue Trends natürlich sehr kurz besprochen. Also hoffentlich haben Sie heute auch neue Wörter gelernt. Sie werden natürlich nach unserem heutigen Webinar alle Materialien bekommen. Dann bekommen Sie den Wortschatz, bekommen Sie auch diese Links. Also wenn Sie etwas Zeit zu Hause haben, können Sie ja natürlich ja diese Filme, diese Videos mit verschiedenen Haustypen und Baumaterialien sehen. Das ist ja immer empfehlenswert, immer eine gute Übung, etwas auf Deutsch zu hören. Also vielen Dank für Ihre aktive Beteiligung. Hoffentlich, also tschüss und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że nauczyli się Państwo dzisiaj trochę nowych słów. Ja na pewno nauczyłam się sporo, jeżeli chodzi o na przykład systemy ogrzewania. No, takie rzeczy czasami się przydają, więc mam nadzieję, że Państwu kiedyś to się jakoś przynajmniej w delikatnym zakresie przyda. Oczywiście całe słownictwo z dzisiejszego naszego spotkania otrzymają Państwo w materiałach powebinaryjnych. Bardzo dziękuję za aktywny udział w webinarium, za odpowiedzi na te krótkie pytania. I oczywiście usłyszymy się, mam nadzieję, usłyszymy się w marcu. A więc życzę miłego dnia i dziękuję. Do zobaczenia.